Yo, was geht ab, SVBB-Fans? Mein Name ist Adita Patil, Neuzugang bei SVBB. Heute unterwegs nach Füzo für die Bierrangliste 17-19 mit der Gang. Audiotunnelung in Brauereien seit 2016. Nach der Niederlage letzter Woche gegen Yuri Cho bei den Austrian Open 2022. Game! Hatten wir noch die Motivation, eine B-Rangliste zu spielen, bevor den Sommerferien? Wir sind jetzt in der überfüllten Regionalbahn nach Güstrow, wo sich unser Hotel befindet, und da sehen wir uns dann. Yo, gut in Güstrow angekommen, wo sich unser Hotel befindet. Jetzt sind wir hier bei Pizza Hot or Not. Würde ich euch nicht empfehlen, die Flüge bezahlen. Aber egal. Jetzt bereiten wir uns für morgen vor, wo wir dann nach Pizza gehen. Da sehen wir uns. Bevor es morgen zur Halle geht, habe ich noch eine Frage an jeden. Was sind deine Predictions für morgen? Erste Runde, überstehen erstmal und dann mal gucken. Yuri Cho, seine, ich weiß nicht welche Rangliste, rennt gerade weg von mir. Ich spiele morgen 19, weil sie gut Musik sind. Yuri Cho? Yuri Cho? Yuri Cho, deine Prediction. Kommen wir zur Aulia-Tinnelung. OG-Spieler, nach langer Zeit spielt er seine norddeutsche Rangliste. Was sind deine Predictions? Ja, mit einer guten Auslösung für das Finale. Und wenn es sehr gut wird, für Finale. Und wird es ein Comeback? Ich hoffe. Und Yuri Cho, der zu gut für 17 ist und spielt du 19, was sind deine Predictions? Ich hoffe mal, dass ich ins Viertelfinale reinkomme. Ansonsten, ja, mal gucken. Gegen Robert Jende, komm mal, auf geht's. Also ist noch nicht sicher, gegen wen er spielt. Gerade in der Halle angekommen, Samstagmorgens. Gleich geht los mit der ersten Runde. Wünsche uns Glück. Sehr gut. Lightweight. That's the wrong number!
Ja, gut gespielt gegen Clemens Winnenfeld. Waren drei gesetzt. Bin ich mit der Erwartung gegangen, dass ich so deutlich gewinne. Aber bin froh mit deiner Erwartung. Morgen sind jetzt noch die Finale von den Einzeln und auch noch Doppel. Juri spielt mit Adi und ich spiele mit Abi. Hoffentlich haben wir dort ein bisschen mehr Erfolg und wir sehen uns morgen in der Halle. Was geht ab? Sonntagmorgen, 8 Uhr. Wir sind auf dem Weg zur Halle. Heute Einzelfinale von Adi. Juri um Platz 3 und Aulia um Platz 5. Auch Doppeltag heute. Die 2 in 1 gesetzt. Aulia und ich ungesetzt, aber wir haben ein gutes Los erwischt und hoffen, dass wir das Halbfinale erreichen. Und ja, dann sehen wir uns in der Halle. Es ist 19 Uhr, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Es war ein sehr schwieriger, sehr anstrengender und sehr anspruchsvoller Tag. Ich zumindest bin mit meiner Leistung sehr zufrieden, bin in den zwei Disziplinen, die ich gespielt habe, Erster geworden. Ja, ich bin jetzt auch wieder zu Hause und was ich rückblickend auf das Wochenende sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat, nach fast 2 Jahren wieder in der B-Rangliste zu spielen und andere Gegner zu haben.
Und mit meinen Leistungen bin ich allgemein relativ zufrieden, vor allem im Doppel. Und Einzel denke ich, dass ich vielleicht noch etwas besser hätte spielen können. Und ja. Jo, ich bin auch gerade zu Hause angekommen. Nochmal zurückblickend auf das Wochenende würde ich sagen, dass ich eigentlich zufrieden bin, obwohl ich im Einzel mir mehr wünscht hätte, aber allgemein bin ich eigentlich zufrieden. Also ich bin mit meiner Leistung relativ zufrieden, habe im Einzel aus 4 Spielen 2 Spiele gewonnen und im Doppel spielen Platz 3, 23, 21 im Grundsatz verloren. Sehr geile Spiele gehabt und gut gespielt und viel Spaß gehabt. So Freunde, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Grüße geht natürlich raus an SARULL für die Inspiration. Und natürlich an das BVBW-Team, Mia, Sophia und Helen. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video.